Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu einem kleinen Server-Einrichten-Tutorial. Und zwar wollen wir heute einen SFTP-Server einrichten. SFTP steht für SSH File Transfer Protocol oder auch Secure File Transfer Protocol. Und das wiederum bedeutet, bei euch werden diese Dateiübertragungen verschlüsselt stattfinden. Nicht wie beim FTP, also beim File Transfer Protocol. Da sind diese ganzen Übertragungen auch vom Passwort und so weiter unverschlüsselt. Und das ist für heutige Verhältnisse natürlich nicht mehr wirklich sicher. Deswegen benutzen wir einfach das SFTP-Protokoll, das für Sicherheit auch noch sorgt. So, wir haben schon sehr, sehr viel mit unserem Server gemacht. Und speziell für dieses Video ist es enorm wichtig, dass ihr nicht direkt euch als Root einloggen könnt, sondern dass ihr euch als Benutzer einloggt. Also bei mir ist es der Benutzer-User. Und dass ihr dann einen Key braucht, also einen tatsächlichen Private Key und einen Public Key, den ihr auf dem Server eingetragen habt, mit dem ihr euch dann nur anmelden könnt. Wir haben Passwort anmelden, haben wir komplett ausgeschaltet. Das heißt, man kann es gar nicht mehr machen. Und das ist auch ganz gut so, denn ja, ansonsten kann man sich natürlich einfach das Passwort bruteforcen. Wie wir das gemacht haben, seht ihr in dieser Playlist hier, ich glaube es sind Video 7 oder sowas, wo wir die Sicherheitsmaßnahmen geklärt haben. Das heißt auch dementsprechend irgendwas mit Sicherheit. So, und in dem Fall haben wir eigentlich schon tatsächlich alles gemacht, was wir machen wollten. Das Wichtigste, wie gesagt, ist, dass ihr OpenSSH installiert habt, beziehungsweise OpenSSH Server. Der ist aber standardmäßig auf dem Server schon vorinstalliert. Und wir haben hier SSH per Key eingerichtet. So, und jetzt ist es eigentlich schon total simpel, eigentlich schon fast peinlich einfach. Deswegen einfach mal FileZilla installieren. Das macht ihr, indem wir, ich gehe nochmal kurz in die Kommandozeile. Und zwar, wir haben das Ganze als, also auf einem Linux-Rechner, Achtung, ich zeige es ganz kurz für alle. Und zwar unter Ubuntu, apt-get install und dann einfach FileZilla. Und Arch Linux, wo ich das jetzt mittlerweile mache, pacman minus s FileZilla. Sudo vorne dran logischerweise noch. Und für alle anderen gibt es eine wunderbare Webseite, die nennt sich FileZilla-project.org. Und dort findet ihr dann den Download vom FileZilla Client. Ihr sucht den Client, nicht den Server. Falls ihr da irgendwie hier auf Server geklickt habt, dann seid ihr falsch. Auf Client klicken und dann gibt es hier, also bei euch wird es wahrscheinlich hier oben sein, je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt, steht hier schon das Richtige. Also für Windows 64-Bit, Windows 32-Bit, Mac OS gibt es auch und natürlich auch für Linux, alle anderen Versionen. Das heißt, ihr habt hier alles, was ihr braucht. Jedes einzelne Betriebssystem kann FileZilla benutzen und deswegen mag ich das Programm so sehr. So, und jetzt ist es eigentlich total einfach. Ihr müsst nichts mehr auf eurem Server installieren. Ihr habt alles schon soweit eingerichtet. Wenn ihr diesen Schlüssel schon generiert habt und diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die ihr sowieso machen solltet und machen müsst, glaube ich sogar nach deutschem Recht, wenn ihr euch einen Server anmietet, dann ist es relativ einfach. Ihr geht bei FileZilla auf den Server Manager, den ihr unter Datei findet. Oh, warum ist denn hier schon einer? Genau, eigentlich habe ich den vorhin mal gelöscht. So, und dann stehen hier eigene Server, gar keiner, neuer Server. Und den habe ich jetzt einfach mal bislang immer Tutorials genannt, weil ich das Video schon mal aufgenommen habe. So, und jetzt ist es wichtig, dass ihr eure Server-IP-Adresse habt. Die Server-IP-Adresse, da haben wir schon eigentlich 100.000 Mal damit gearbeitet. Und das benutzt ihr auch, damit ihr euch einloggen könnt über SSH. Das heißt, hier einfach eure IP-Adresse angeben, 84.200.109.219, in meinem Fall, nicht in eurem Fall, Port lasst ihr frei und dann wählt ihr hier SFTP aus, nicht FTP, sondern SFTP, dann verschwindet hier einiges. So, und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, euch anonym einzuwählen, das wird nicht funktionieren, hoffentlich bei euch nicht. Wenn es funktioniert, dann habt ihr eine riesen Schwachstelle in eurem Server und solltet da ganz schnell drüber gucken. Was ihr machen müsst, ist hier auf Schlüsseldatei gehen, den Benutzernamen eintragen, bei mir ist das User, aber ich weiß nicht, wie ihr euren Nutzer genannt habt, und dann hier eure Schlüsseldatei suchen. Bei mir findet sie sich in Morpheus Tut Server Administration, den haben wir auch zusammen erstellt. Jetzt kann es bei euch sein, dass dieses Ding hier keine passende Dateiendung hat, also da steht vielleicht einfach nur IDRSA oder sowas. Das macht absolut gar nichts, das Ding funktioniert trotzdem wunderbar, das Problem ist nur, ihr könnt es nicht auswählen, selbst wenn ihr hier unter All Files geht, wird das Ding euch nicht angezeigt. Deswegen einfach mal in euren Ordner wechseln. Also hier rein und diesen IDRSA in IDRSA.ppk umbenennen. Das ist einfach nur die Dateiendung, die da nicht richtig ist.
Und deswegen wird die Datei einfach nicht angezeigt. Wenn ihr die Datei umbenannt habt in idrsa.ppk, dann wird sie auch hier gefunden. Wie gesagt, ihr braucht PPK, also den Private Key, nicht den Public Key. Das ist der falsche. So, hier einfach auf Öffnen und schon sind wir eigentlich soweit. Das heißt, ihr könnt hier auf OK klicken bzw. direkt auf Verbinden und wir sind eingeloggt, haben hier Zugriff auf User und dann sehen wir hier die Dateien, die wir schon benutzt haben. Also zum Beispiel unser Plugin für MyBB hatten wir ein Plugin installiert zusammen. Wir hatten schon hier unter MyBB eben dieses ganze Zeugs alles gemacht, hier einfach mal draufklicken, dann findet ihr hier auch die Ordner. Hier könnt ihr jeden einzelnen Ordner sehen und da könnt ihr eben dann auch relativ einfach hier Dateien übertragen, zum Beispiel in Ordner XY. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr machen müsst. Das ist total einfach und so bequem und trotzdem super verschlüsselt. Deswegen dachte ich mir, das ist deutlich besser als ein normaler FTP-Server. Falls ihr trotzdem noch einen FTP-Server braucht, dann schreibt mir das Ganze bitte in die Kommentare. Ja, und das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wie gesagt, kurzes Video, aber dafür sehr, sehr nützlich. Ich glaube, zum Dateien übertragen kann man das wirklich brauchen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.